Hier in Regensburg, der Gastgeberstadt des 99. Katholikentags, dreht sich in diesen Tagen alles um das Thema Brücken bauen. Aber Brücken bauen wohin denn? Die Weltkirche gibt Antworten. Ich möchte gerne Brücken bauen nach dem Beispiel unseres Papstes Franziskus. Franziskus hat drei Religionen dazu bewegt, sich umzuahmen, also eine Umarmung der Religionen. Ich finde, das ist ein großartiges Beispiel, wie man Brücken bauen kann. Eine Umarmung der Religionen. Ich möchte gerne eine Brücke bauen, der Katholiken in Deutschland untereinander zu den Katholiken, aber auch weit über die katholische Kirche hinaus zu allen, die in Deutschland leben und darüber hinaus zu allen in der Weltkirche, die ja heute in allen Kulturen 1,2 Milliarden Katholiken umfasst. Und ich denke, das ist eine Gruppe, die auch in dieser Welt etwas bewegen kann vom Evangelium her. Diese Brücke möchte ich bauen. Ich möchte eine Brücke bauen zwischen den Menschen, die unter extremer Armut leiden, und den Verantwortlichen in unserer Welt, vor allem auch bei den Vereinten Nationen. Okay, als Jesuitenmission bauen wir die Brücken zwischen der Kirche in Deutschland und unseren ganz vielen verschiedenen Partnern in den Ländern des Südens. Und heute hier auf dem Katholikentag bauen wir die Brücken zwischen den Flüchtlingen und den Flüchtlingsdienst der Jesuiten, vor allem in Kakuma, also in Kenia und im Kongo, und den Besuchern hier auf der Kirchentagsmeile des Katholikentages. Ich möchte Brücken bauen zwischen den Menschen hier in Deutschland und den Menschen in Mittel- und Osteuropa. Ich möchte Brücken bauen zwischen den Menschen, die in Armut leben, und denen, die im Reichtum leben. Und zwischen all denen möchte ich Brücken bauen. Ich möchte eine Brücke bauen zu den Menschen, die hierher kommen, die sich interessieren, die sich für Weltkirche interessieren und vor allen Dingen, die sich interessieren für unsere Aktion Steilpass, wo es darum geht, dass es faire Regeln für Sport und Gesellschaft in Brasilien und weltweit gibt. Ich freue mich, wenn sich ganz viele Leute daran beteiligen, ihre Brücke in die Welt weit hinaus bauen und wir morgen vielleicht ein bisschen besseres Wetter haben. Danke!